Ja, guten Abend, wir sind hier beim Berber Neujahresfest. Die rechnen das Jahr 2974, kann man hier erkennen. Und das war ja auch meine erste Reise in Marokko damals, 2003, wo ich da war. Vielleicht kannst du auch, Ralf, sagen, wie es zu der Internetkarte gekommen ist und wie du das erste Mal da gewesen warst bei den Berber. Du hast ja auch die Berbermütze auf. Ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wann das war. Auf jeden Fall ein Freund hat das, wir haben die zusammen gemacht. Und in Paris gibt es ja viele Berber und ich mag die Leute. Ja, gut, ich war in Algerien, habe da zum ersten Mal die Berber kennengelernt, in Tizi Ouzou. Und es sind angenehme Leute. Auch vom Charles Marsh, das war früher ein Missionar unter den Kabylen. Der hat auch das Kabyl Neue Testament übersetzt. Und so kam ich auf den Geschmack, auch die Kabyle mit dem Evangelium zu erreichen. So sieht's aus. Weißt du noch, wann das war, wann du in Algerien warst? Ich glaube 1988 in dem Dreh. 88, ungefähr. Das ist ja lange Zeit. Ungefähr. Ja, beim Autofahren, beim Herfahren haben wir auch darüber gesprochen, dass du von den vielen in Arabischkurs da bei dir in Wuppertal der Einzige warst, der da durchgehalten hat. Die anderen, die hatten alle abgesagt, ne? Am Anfang waren wir im ersten Abend waren wir um 25 und am letzten Tag, die letzten Abende, war ich allein und bekam Privatunterricht von dem Ägypter, ja. Und es war noch, was hat sie da rausgestellt? Er hat auch, interessante Qualifikationen gehabt, ne? Ja, das war ein begabter und guter Lehrer. Das war der beste Arabischlehrer, den ich hatte. Und ja. Mhm. Was würdest du sagen, wenn die jungen Zuschauer hier dazuschauen, würdest du sagen, das lohnt sich, Arabisch zu lernen, um da ist Orient, in Orient zu kommunizieren und mit den Orientalen? Also grundsätzlich lohnt es sich immer, eine Sprache zu lernen. Also wenn jemand ein Herz hat für Italiener, soll er Italienisch lernen. Wenn jemand ein Herz hat für die Kroaten, soll er Kroatisch lernen. Also, oder Spanisch für Spanisch lernen. Also Fremdsprache lohnt sich immer. Also ich kann nur ermutigen, wenn ihr ein Herz habt für irgendeine Nation, fang an, die Sprache zu lernen. Wenn jemand ein Herz hat für Israelis, lern Hebräisch. Schau an, da habe ich auch jemanden kennengelernt, der Rentner, der lernt gerade noch Hebräisch. Ja, du bist auch ständig am Lernen, ne? Du sprichst auch noch Portugiesisch und... Nee, Portugiesisch nicht. Nein, Spanisch, oder wie? Ich habe auch mal Spanisch ein bisschen gelernt, ja. Das reicht, zu kommunizieren, ja. Okay. Na, jetzt stehen wir da vor der Halle hier und... Da werden wir dann gleich stehen und dann versuchen wir da die Berber, die da kommen, in diesem Palast da unten mit dem Evangelium zu erreichen. Ja, wir waren vor einigen Jahren schon mal, das hört sich an wie die jüdische Musik, also schon interessanter Menschenschlag. Die Berber, die Kabylen, könnt ihr euch ja mal beschäftigen, wo die herkommen und wo die abstammen. Ja, danke für die Gebete und Verbundenheit. Wir werden hier dann gleich noch in die Briefkästen hier verteilen und... Genau, wir wünschen euch, ans Evangelium zu glauben. Die Bibel sagt ganz deutlich, wer Jesus Christus hat, der hat das Leben. Wer Jesus Christus nicht hat, der muss ins Gericht und wird dieses Gericht nicht bestehen. Ja, leider haben die meisten Menschen hier von Herrn Jesus Christus nicht gehört. Und leider schämen sich so viele Christen, ihren Namen zu bezeugen. Ja, wir sehen jeden Tag die Sektierer, Mormonen, Hare Krishna und Zeugen Jehova, jeden Tag auf der Straße. Aber Christen sehen wir ganz selten, die frohe Botschaft verteilen. Warum das so ist, ich kann das auch nicht richtig erklären, warum das ein Christ, ein Kind Gottes, so wenig über den Heiland spricht. Aber wir machen ihnen Mut, euch das selber mal zu hinterfragen, ob ihr Kinder Gottes seid. Und wenn ihr Kinder Gottes seid, warum dass ihr über diesen Heiland nicht sprechen sollt, über diesen Jesus Christus, der den Menschen von Sündenschuld befreit. Ja, das wünschen wir ihnen, dass der Mensch errettet wird durch Gnade. Und das wünschen wir auch, dass die Berber das heute Abend erkennen, dass der Herr freundlich ist von großer Gnade und dass jeder, der zu ihm kommt, dass er sich eben retten lassen lässt durch das Blut Jesu Christi. Friede sei mit dir. Shalom.